einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und zwar bin ich heute auf dem Weg zu einem Militaria-Treffen. Ja, mit Fahrzeugen, Panzern, Jeeps, LKWs, keine Ahnung, wird man sehen, was genau ist, weiß ich nicht. Es soll eine Händlermeile geben. Dann in der Nacht soll feindlicher Angriff sein, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Haben irgendwelche Spähtrupps gemeldet, also ich denke, das wird so eine Helikopterüberraschung werden. Habe jetzt so circa 2,5 Stunden Fahrzeit vor mir. Oder 2,5 Stunden Fahrzeit vor mir. Und biege jetzt gleich auf die nächste Autobahn auf und dann, ja, ich mal mir den Rest, könnte dann ein Video entnehmen. Ja, endlich angekommen, hört man im Hintergrund schon die Panzer fahren. Wir bewegen uns jetzt mal Richtung Eingang und dann, ja, ziehen wir sie die Sache mal rein. Ja, verspricht auf jeden Fall geil zu werden. Ja, hier seht ihr einen 3,7 cm Pack, auch Spitznummer ein Panzerangriffgerät. Kommt daher, weil ja die 3,7 cm damals die starken Panzerungen der T-34 nicht durchschlagen haben. Habe also da irgendwo nur eine Granate, Originalgranate zu Hause, die zeige ich euch einmal. Ja, das ist hier, wie man gut erkennen kann, ein Kettengras. Baujahr 1945, gehen ungefähr, wenn man mal eins bekommt, ja, ab 100, 130.000 Euro los sowas. Also da perfekt erhalten. Einfach geil. NSU. Original sitzt da mit dran. Und hier seht ihr ein, ja, für mich schon top restauriertes SDKFZ. Baujahr weiß ich jetzt nicht, ich habe das Typenschild noch nicht gesehen. Aber ist also wirklich top in Schuss, das Ding, top restauriert. Preise, glaube ich, ja, gehen so mittlerweile ab, glaube ich, ein Viertel der Million, sowas geht's los. Auch mit Feuerlöscher noch mit dran, also wirklich sehr gut restauriert. Hier ist ein Half-Track der US Army. Gewicht steht da fast 14 Tonnen, das Gerät. Schaut also aus, ja, wenn es ziemlich oft in Betrieb wäre, ist ein M3A1 für, ja, bis zu 13 Mann. Hat eine Reichweite von knapp 300 Kilometer. Und ja, schauen wir jetzt mal von hinten an die ganze Geschichte. Hier der Innenraum. Ich kann bloß nicht lauter sprechen, weil ja, da trotzdem ein paar Leute da sind. Schon cool. Hier der Innenraum eines Hammer. Ziemlich gut ausgestattet, also ziemlich auf Originalität bedacht. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen durch den Panzerlärm im Hintergrund. Aber kennt ja jeder einen Hammer. Ist also ja, top restauriert, das Ding. Wie man sehen kann, mit Schnorchel und vorne mit der MG-Halterung mit Munitionskiste drauf. Richtig cool. Hier stehe ich jetzt vor einem GATZ 69, vielleicht kennt aber nicht der andere, ist also auch, muss ich sagen, gut restauriert. Ersatzteilversorgung ist da auch gegeben, hat also kein Rost, das Ding. Ziemlich auf Originalität bedacht. Hier das allseits bekannte MG42. Auch große Onkelsäge genannt, mit einer Schusskadenz von bis zu 1500 Schuss pro Minute. Hier das erste Kfz in Fahrt. Habe ich es auch noch nicht gesehen. Ah, saugeil. So, wir bewegen uns jetzt Richtung Ausgang bzw. Eingang, weil also gleich die Ausfahrt zu Ende ist.
Und da wurden uns bis in 5 bis 10 Minuten angekündigt, dass da noch etliche Militärfahrzeuge ankommen sollen. Wir gehen jetzt mal zu den MG-Stand und dann schauen wir, was die da tut. Also das ist jetzt die Kolonie, die bei der Ausfahrt dabei war und jetzt zurückkommt. Kübelwagen noch einer. Man fühlt sich irgendwo wirklich in der Zeit versetzt. Das ist echt der Wahnsinn. Ein Trabi Sport, der Uart. Ja, also das meiste, also ich muss dazu sagen, wir sind da im Osten unterwegs und da ist natürlich viel ehemalige NVA, ehemalige DDR und so weiter. Katz 69 mit Sniper im Gillis Jut. Das wäre die guten alten MAN. Mit Koffer hinten drauf. Wahnsinn. Hammer. In Sandtan. Jawohl. Ein Traum. Thank you.
Und jetzt gehen wir zu einem Inhaber. Der hat einen Humvee, der war schon in zahlreichen US-Einsätzen. Hat das Ding also von den US Marines gekauft und das stelle ich jetzt kurz einmal vor. Soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht. Ich bin jetzt ja 2 Kilometer von daheim entfernt. Wird langsam finster. Es hätte zwar heute Abend noch ein Feuerwerk stattfinden sollen, beziehungsweise hätte es findet statt, aber leider ohne uns, weil bei ca. 3,5 Stunden Anreise und Abreise sind wir ein bisschen früher heimgefahren und dann hätten noch sind am näher stationierten Flughafen 2 Messerschmitts und eine Stuka hätten da einen Luftbodenangriff simuliert, hätten also da angegriffen. Ist sehr schade, dass wir es nicht miterleben können, aber ja, ist jetzt so wie es ist, ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich da bin. Ich stink nach Abgase, ich stink nach Diesel. War sehr aufschlussreich, sehr informativ und ja, danke recht herzlich an alle, die da mitgewirkt haben. Weil sieht man wirklich nicht alle Tage solche Fahrzeuge mit die Pflege und die Wartung. Ich meine, es kostet auch alles ein Schweinegeld irgendwo. Was eins vielleicht, ich habe mir überlegt, ob ich es ansprechen soll oder nicht, aber ich mache es jetzt einmal trotzdem. Ich hoffe, ich setze mich ja da jetzt irgendwo in die Nesseln. Aber es ist schon irgendwo, es waren ja sehr viele Fahrzeuge von der Wehrmacht da. Und da muss ich sagen, ist es schon ein bisschen grotesk, wenn man damit anschauen muss. Wenn man damit anschauen muss, dass da 10- oder 11-jährige Kinder, sage ich mal, in Wehrmachtsklamotten rumlaufen, mit dem Brustadler drauf, mit Kreuz, mit allem drum und dran. Es ist jetzt dahingehend für mich schon ein bisschen, zweifelhaft, ob man sowas überhaupt da machen muss, ob man sich das geben muss da bezüglich die Kinder. Ich meine, es ist ja so, wir haben als Deutsche 2 Kriege angefangen, 2 verloren. Ob man jetzt das da die Kinder irgendwo mit Weltkriegs, mit Wehrmachtsklamotten da rumlaufen lassen muss, ja, sei mal dahingestellt. Ich meine, mir gehört das Ganze da nichts an. Ich bin Outdoor- und Militaria-Freak schon immer gewesen. Mich interessiert es genauso wie Bushcraft und Messer und was alles dazugehört. War aber ein interessanter Einblick, muss ich sagen. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich würde mich für euch über ein Abo freuen. Und natürlich über ein Like sowieso. Kommentare werden sehr gerne natürlich angenommen. Und ja, bedanke mich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute, bleibt sauber und bis demnächst. Ciao und Servus.